Eigentlich geschehen Wunder ja relativ selten, aber das Narrativ der Wall Street, nämlich so wie man sich die Welt vorstellt, ist eigentlich ein Wunder, denn man geht davon aus, dass die Inflation ganz schnell und rapide fallen wird, weswegen die Fed die Zinsen auch ganz schnell wieder senken wird, ohne dass die US-Wirtschaft in eine Rezession fällt. Dabei ist es normalerweise so, dass wenn die Inflation ganz schnell fällt, das eben ein Anzeichen ist für eine deutliche wirtschaftliche Abkühlung bis hin eben zu einer Rezession. Und eine Rezession stellt eben dann für die Aktienmärkte ein Problem dar, weil die Gewinne und die Umsätze und die Margen der Unternehmen schrumpfen. Und morgen kommen ja die Inflationsdaten, CPI, also die frischen Daten zu der Teuerung aus dem April. Und da ist eben die Frage, wird dieses Wundernarrativ der Märkte, das Wundernarrativ der Wall Street ernsthaft in Frage gestellt, nämlich wenn die Inflation doch nicht so schnell fällt, wenn also diese Annahme, und das ist in Fed Fund Futures bereits eingepreist, dass spätestens im September die Fed die Zinsen wieder senken wird, wenn sich diese Annahme möglicherweise als falsch herausstellen wird, dann müsste man sich eben neu sortieren. Schauen wir uns die aktuelle Lage mal an. Man hat das Gefühl, vor den morgigen Inflationsdaten, da lehnt man sich nicht allzu weit aus dem Fenster. Hier eine Headline, Future Slide as Small Bank Selling Returns. Also wir sehen eine Schwäche wieder bei den Regionalbanken, vor allem in den USA. Und wir haben einen Jim Cramer, der sagte, wir werden dann wahrscheinlich, wenn dieses Problem mit der Schuldenobergrenze gelöst ist, dann werden wir die Mutter aller Rallyes sehen. Und wenn Jim Cramer das sagte, dann sollten Sie sehr aufmerksam sein. Lassen Sie das mal sacken. Jim Cramer sagte, ich erwarte die Mutter aller Rallyes. Wir werden gleich noch zu Jim Cramer noch mal etwas zu sagen haben. Hier sehen wir die Indizes an der Wall Street wenig verändert, leicht im Minus, der VIX deutlicher gestiegen, aber vor allem die Regionalbanken unter Druck, wie wir hier an diesem Regional Banking ETF sehen können. Knapp 2% geht es da nach unten, nach der zwischenzeitlichen Rallye, die wir inzwischen gesehen haben. Aber ist die Bankenkrise vorbei? Nee, wenn man sich zum Beispiel mal die Google-Suchtrends anschaut, dann sehen wir die Suche nach Money Market Funds, also Geldmarktfonds, also jenen Fonds, die eben saftige Zinsen bieten, während die Leute auf ihren Bankenkonten praktisch keine Zinsen bekommen. Die schießt immer weiter nach oben. Das heißt, da sind viele offenkundig, die jetzt langsam auf den Trichter kommen, auch durch mediale Berichterstattung. Mensch, ich könnte doch auch viel höher Zinsen bekommen. Das wiederum bedeutet, dass eben die Abzüge von US-Banken, gerade von den Regionalbanken, weitergehen dürften, was diese wiederum in Schwierigkeiten bringen könnten. Aber wir werden sehen. Und das Zweite, was heute die Märkte belastete, das sind die Daten aus China, diese miserablen Importdaten. Die Importe Chinas sind um 7,9% gefallen. Die sind jetzt seit sage und schreibe 2, 4, 6, 7 Monaten rückläufig in Folge. Und das vor dem Hintergrund, dass ja vor einem Jahr, also dass die Basiswerte, mit denen man sich hier vergleicht, da war China weitgehend im Lockdown jeweils. Das heißt, wir sehen null wirkliche deutliche Erholung. Ich hatte in meinen Videos immer gesagt, die Erholung in China wird deutlich überschätzt. Diese langen Lockdowns waren Gamechanger auch im Konsum und sind Gamechanger im Konsum. Denn wenn die Importe zurückgehen, heißt das schlichtweg, dass weniger Nachfrage entstanden ist. Und wenn weniger Nachfrage da ist, dann kann der Konsum nicht wirklich florieren. Und wir sehen ja schon an anderen Charts, etwa Kupfer, das ja praktisch das konjunktursensitive Metall ist. Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann steigt der Preis für Kupfer. Wenn es ihr schlecht geht, dann fällt er. Und wir sehen, da ist nicht so wahnsinnig viel zu sehen von einer massiven Rallye. Ja, da hat man in Hoffnung auf die China-Erholung ist man gestiegen, aber das ist doch jetzt offenkundig vorbei. Kupfer latent im Sinkflug als Rezessionssignal. Und dieses Rezessionssignal, das kommt auch von den kleinen Unternehmen. Da gibt es ja den NHB Index, wo man kleinere Unternehmen befragt, die etwa 50% der amerikanischen Jobs letztendlich sicherstellen. Wie schaut es denn aus mit dem Optimismus? Wie beurteilst du die Geschäftslage? Und wir sehen, da ist es weiter nach unten gegangen. Wir sind jetzt auf dem tiefsten Stand seit 10 Jahren, also seit dem Jahr 2013. Warum? Weil man wahrscheinlich geringere Aufträge hat, schlechtere Kreditkonditionen.
Man hat ein Problem mit Arbeitskräften. Nach einer neuesten Umfrage ist das größte Problem, das Unternehmen derzeit sehen, gar nicht mehr die Inflation, sondern die schlechte Arbeitsqualität, by the way. Und da Wirtschaft zu 50% der Psychologie ist, wie schon Ludwig Erhard wusste, ist eben die Frage, ob das eine self-fulfilling prophecy ist. Und wir werden sehen, wenn die Dinge sich verbessern, wenn dieser Optimismus mal wieder deutlich zunimmt. Aber davon ist nichts zu sehen, wie Sie hier rechts auch in diesem Chart sehen. Das geht immer weiter nach unten. Also, es sind Rezessionssorgen durch China und durch die Daten in den USA. Wir haben auf der anderen Seite dann eben diese Bankenthematik und wir haben natürlich die Zinsthematik. Was wird die Fed machen? Williams von der New York Fed, eine wichtige Person innerhalb der Fed, weil die New Yorker Fed so herausgehoben ist, der sagt, ich sehe keinen Grund, warum wir dieses Jahr die Zinsen senken sollten. Nun, die Märkte sagen etwas komplett anderes und die Märkte könnten ja recht haben, aber sie haben nur dann recht, wenn etwas Dramatisches passiert, wenn also die Wirtschaft richtig absäuft oder die Bankenkrise weiter eskaliert. Der Rezessionsindikator der Cleveland Fed, also praktisch aus dem eigenen Haus, sieht jetzt eine immer weiter gestiegene Wahrscheinlichkeit von 75% für eine Rezession. Das ist der höchste Wert seit den 1980er Jahren, also höher als in der Finanz- oder vor der Finanzkrise, höher als vor Platzen der Dotcom-Blase, höher als vor Corona. Das muss man sich mal vorstellen und gleichzeitig sehen wir unten, wie die Earnings Estimates permanent weiter nach unten gehen, also die Gewinnschätzungen für die Unternehmen weiter nach unten gehen. Das passt ja durchaus zusammen, nur die Kursentwicklung der Aktienmärkte passt nicht zusammen und die Amerikaner, die sind ein bisschen gefrustet, die müssen praktisch auf Pump ihren Lebensstandard halten, weil eben die Preise teurer geworden sind, immer mehr daher die Verschuldung, diese Verschuldung wird immer teurer und das schlägt sich dann in schlechter Stimmung auch gegenüber etwa dem Fed-Chef Jerome Powell nieder. Kein Fed-Chef hatte weniger Vertrauen als Jerome Powell, da ist der Zustimmung, dass der einen guten Job macht, nur noch bei 36%. Nur Janet Yellen war etwas wenig besser in ihrem ersten Jahr 2014, als sie Notenbank-Chefin war, aber wir sehen insgesamt ganz schwache Vertrauenswerte auch zur Politik oder zu den Republikanern, zu den Demokraten. Also das ist schon eine gewisse Vertrauenskrise, die die Dinge dann wahrscheinlich auch nicht besser macht. Aber morgen diese Daten zur Inflation. Die Schätzungen der institutionellen Häuser, die liegen zwischen genau 4,9 und 5,1%. Man geht also davon aus, dass das ziemlich eine Punktlandung werden wird. Charlie Bellello hat eine Umfrage gemacht, da sagen 41% von etwa knapp 5000 Befragten, also die wird unter 5% liegen, das heißt viele sind da optimistisch, dass die Inflation nach unten kommt und ja, die ist nach unten gekommen, aber halt langsamer als die Märkte erwartet haben. Deswegen sind die Zinsen nach wie vor sehr hoch. Das hatten sich die Märkte auch vor einigen Monaten ja noch komplett anders vorgestellt. Und vor allem wichtig, diese Core-Inflation, also die Kerninflation ohne Nahrung und Energie, denn da sehen wir ja, dass es immer weiter nach oben geht. Das ist im Grunde ein weltweiter Trend. Die Headline-Inflation ohne Nahrung und Energie ist gefallen, aber die Kerninflation, die vor allem aus dem Dienstleistungssektor kommt, wo der Inflationsdruck, und auch das gilt weltweit am stärksten, ist nicht im Gütersektor, da ist eben die Geschichte noch ziemlich hot. Und die Frage ist, wird das reichen, um erstens dafür zu sorgen, dass die Fed im Juni eine Pause macht und dann möglicherweise sogar Juli oder September beginnt, die Zinsen zu senken oder eben nicht. Darauf basiert aber das optimistische Narrativ der Wall Street, dass es mit den Zinsen bald sehr stark nach unten gehen wird, weswegen man ja Tech-Aktien gekauft hat. Hier sehen wir mal, dass zum Beispiel die Inflationserwartungen auch der Unternehmen deutlich nach unten gegangen ist. Ein gutes Zeichen, schauen wir mal. Jedenfalls sehen wir, dass eben auch, wenn die Inflation nach unten geht, historisch ist immer so ist, dass auch die Margen nach unten gehen. Warum haben die Unternehmen so wunderbare Zahlen präsentieren können? Eben schlichtweg, weil die Inflation nach oben gegangen ist und viele dann diese Chance genutzt haben, um ihre Preise zu erhöhen, dadurch die Marge besser geworden ist. Wenn nun die Inflation nach unten geht, dann kannst du das nicht mehr machen, weil dann der Konsument nicht mehr bereit ist zu sagen, ja gut, es ist alles teurer geworden, sondern der sagt sich, naja, die Inflation, der Druck ist ja irgendwie weg, ich bin nicht mehr bereit, diesen Preis zu zahlen. Und so gibt es hier etwa Pantheon Macro, die sagen, wir denken, dass diese Inflation ganz schnell nach unten kommen wird, aber wenn sie das tut, dann wahrscheinlich eben aufgrund eines wirtschaftlichen Abschwungs. Und die Achillesferse, die ich derzeit sehe,
die größte Baustelle, die Krisenbaustelle, das ist dieser Bereich Commercial Real Estate, also diese Gewerbeimmobilien. Heute Artikel, ein Artikel in der Financial Times, da geht es ja immerhin um 5,6 Billionen Dollar. Und das Problem ist, viele Kredite müssen jetzt verlängert werden, aber der Wert der Gebäude ist gefallen. Damit ist praktisch die Kreditsicherheit weniger wert, weswegen die Banken, wenn sie denn überhaupt noch Kredite in diesem Bereich vergeben, sagen, naja, ich brauche mehr Sicherheiten oder ich verlange deutlich höhere Zinsen als Ausgleich für meinen Kredit. Also das ist hier wahrscheinlich dieser weltweite Trend, den wir sehen, dass die Innenstädte Probleme bekommen. Viele Geschäfte gehen weg aus den Innenstädten, gehen eher an die Peripherie, an den Stadtrand. Und das sorgt dafür, dass dann immer weniger wirklich Business in der Stadt läuft. Viele Angestellte zum Beispiel in den USA, San Francisco etwa, die kommen dann praktisch ins Zentrum, wo sie ihren Arbeitsplatz haben. Sie sehen aber, dass die Geschäfte da weggehen. Gleichzeitig steigt die Kriminalität, sodass sie sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Würde ich lieber im Homeoffice bleiben, anstatt mir das anzutun. Und wie gefährlich die Sache wirklich ist, meine Damen und Herren, das sehen Sie an der Aussage von Jim Cramer, Commercial Real Estate isn't going to destabilize the system. Also die Gewerbeimmobilien werden das System nicht destabilisieren, wenn Jim Cramer das sagt. Dann sollten Sie das mal sacken lassen und sollten diese Thematik praktisch wirklich ernst nehmen. Und wie ernst sie ist, das sehen wir mal an so einzelnen Beispielen. Da ist zum Beispiel Turtle Bay, ein großes Gebäude in New York, zu einem Preis jetzt verkauft worden, nämlich für 13 Millionen. 2014 war das noch bei 69 Millionen, dann 2016 bei 125 Millionen und jetzt ist die Bewertung bei 13 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen, das ist ein riesen Preisverfall, könnte man sagen. Und vor allem die Regionalbanken in den USA sind da ja stark engagiert. 70% der Kredite in diesem Gewerbeimmobilienbereich stammen von diesen Regionalbanken. Und hier sehen wir, dass in Schweden möglicherweise der erste Dominostein fällt. Nicht nur, dass da die Immobilienpreise für Wohnhäuser fallen, sondern es fallen vor allem auch die Preise für Gewerbeimmobilien, weswegen der größte Vermieter von Gewerbeimmobilien jetzt in ernsthaften Schwierigkeiten ist. Man hat versucht, eine Kapitalerhöhung zu machen, hat das nicht bekommen. Man ist praktisch vom Kapitalmarkt jetzt abgeschnitten, die Aktie im freien Fall. Also das könnte sein, dass hier die erste Großpleite kommt in diesem Gewerbeimmobiliensektor. Wir werden sehen. Jedenfalls eben diese Offices, diese Büros, die etwa ein Viertel dieser Gewerbeimmobilien ausmachen. Da müssen jetzt allein in diesem Jahr Kredite von 250 Milliarden Dollar erneuert werden. Das, wie gesagt, bei gefallenen Immobilienbewertungen. Und hier sehen wir mal, und das hat gestern ja diese Umfrage unter den Kreditgebern innerhalb der Banken gezeigt, dass gerade bei Gewerbeimmobilien die Banken immer rigider werden bei der Kreditvergabe. Das heißt, es wird immer schwieriger, da Kredite zu geben. Dementsprechend denke ich, ist das die ganz, ganz große Baustelle, die auf uns zukommen wird. Vielleicht wird der Gewerbeimmobilienbereich das sein, was in der Finanzkrise eben die normalen Immobilien waren, also die Wohnimmobilien, als viele Amerikaner 7, 8 Immobilien hatten, weil ja die Preise ständig gestiegen sind, bis sie dann nicht mehr gestiegen sind. Und wenn wir uns jetzt mal eben anschauen, diese Kreditvergabestandards, die Kriterien für Kreditvergabe, die sich ja deutlich gestrafft haben und die Gewinne der S&P 500 Unternehmen, dann gibt es da einen Zusammenhang. Die Kreditvergabe ist ein Frühindikator eben für diese Gewinne der Unternehmen. Mit anderen Worten, diese Gewinne der Unternehmen dürften fallen. Und das gilt auch für die Dickfische, die ja zuletzt so wahnsinnig performt haben. Hier sehen wir links mal Apple. Da ist es so, dass die Gewinnschätzungen durch die Analysten permanent gesenkt werden, jetzt für das zweite und für das dritte Quartal. Aber der Kurs der Aktie, der ist deutlich gestiegen. Also wir sehen diese Diskrepanz zwischen eigentlich dem, was fundamental der Fall ist und das, was die Preise hier an der Botschaft vermitteln. Und hier dieser wunderbare Comic, wie hast du es geschafft, Daddy, den Bärenmarkt zu überleben? Naja, ich habe eine Firma gekauft, die fast eine Bewertung von 3 Billionen hat und kein Wachstum und für ein Kursgewinnverhältnis von 30 gehandelt wird. Damit gemeint ist eben Apple. Und der Sohn sagt, verdammte Legende. Jedenfalls sehen wir, dass im Grunde auch bei diesen FANG-Aktien, die diese Rallye ja getrieben haben und diese Tech-Werte sind jetzt in Relation zum S&P 500
so teuer wie zuletzt eben praktisch in der Dotcom-Blase, dass die eigentlich überhaupt kein Wachstum mehr haben bei den Umsätzen. Hier sehen wir mal das nominale Wachstum, also nicht mal inflationsbereinigt. Das tendiert gegen Null, aber die Bewertungen steigen immer weiter. Das heißt, die fundamentale Situation wird nicht besser, aber die Preise steigen. Das heißt, die Aktien werden immer teurer und das ist aus meiner Sicht jetzt nicht so die beste Voraussetzung für den Beginn eines neuen Bullenmarktes. Auch die EZB meint es offenkundig ernst mit den Zinsen. Wir haben heute wirklich eine Flut von hawkischem Trash-Talk, könnte man sagen. Nagel, der sagt, Inflation ist zu hoch. Ich war eigentlich dafür, dass wir die Zinsen bei der letzten Sitzung noch stärker anheben. Und die Zinsen sollten weiter steigen. Auch Vucic, der kroatische Notenbankchef, die Kroaten ja seit diesem Jahr auch in der Eurozone, der hat gesagt, also wir müssen die Zinsen weiter anheben, die Inflation ist zu hoch, oder auch Vasle. Also wir sehen drei Speaker aus der EZB, die alle sagen, das muss weitergehen, das muss weitergehen, die Inflation ist zu hoch. Lange war die Inflation ja transitory, nur vorübergehend, wie Frau Lagarde dann auch wunderbar gesagt hat, in Reproduktion der Worte von Jerome Powell. Interessant, wenn wir jetzt zur Geopolitik kommen, Meloni von die italienische Regierungschefin sagt, wir werden diese Seidenstraße-Projekt Chinas, das werden wir stoppen, und Italien ist schon für Europa ein ziemlich zentraler Hub für die Chinesen. Das ist ein, wie soll man sagen, das ist schon ein ziemlicher Hammer, zumal ja Italien in den letzten Monaten immer mehr exportiert hat nach China. Das könnte also ein richtig geopolitischer Sturm werden. Ich bin gespannt, wie die Chinesen darauf reagieren. Jedenfalls hat Meloni das dem Sprecher der Republikaner gesagt, McCarthy. Also das ist mit Sicherheit super interessant. Und hier nochmal, hier, weil wir ja uns so freuen über bestimmte Teile der Regierung. Gell, hast du noch einen Job für meinen Schwibschwager? Fragt der Herr Greichen. Was kann der? Nichts, prima, kann am Montag anfangen. Sie kennen ja diesen Spruch. Robin Hood nahm es von den Reichen und gab es den Armen. Robert Habeck nahm es von den Armen und gab es dem Greichen oder den Greichens. Jetzt gibt es immerhin erste personelle Konsequenzen dieser familiären Verbandelungen. Der Dena-Geschäftsführer, Schwab heißt er, glaube ich, ist jetzt zurückgetreten, und ein anderer Habeck-Mitarbeiter, Patrick Specht, der hat also völlig menschenrechtskonform ein bisschen mit den Saudis getanzt, gell? Also das sind ja Menschenfreundinnen, und da kannst du mal ein bisschen mittanzen. Im Winter, wenn es dunkel ist und die Solaranlagen keinen Strom produzieren und auch die Windanlagen nicht, dann dürften die Strompreise durch die Decke gehen. Jeden Abend sagt hier ein Experte, nein, das ist doch alles Propaganda von den Gegner einer rationalen Energiepolitik. Meine Damen und Herren, nehmen Sie das nicht ernst. Wir werden es ja dann spätestens sehen, wie stark die Strompreise fallen werden, dann, wenn wir glücklicherweise die Atomkraftwerke abgeschaltet haben. Und jetzt abschließend noch drei Empfehlungen, die ich Ihnen an die Hand geben möchte. Immobilien, geht der Crash von Schweden aus? Hier nochmal nähere Informationen, was da genau der Fall ist. Dann zweite Empfehlung, Strategen sehen jetzt Ende der Outperformance von Euro-Titeln, also praktisch die europäischen Indizes, die europäischen Aktien, die ja besser gelaufen sind als die US-Werte. Das könnte vorbei sein, auch interessanter Punkt. Und dann eben nochmal zu China, warum diese Zahlen so deprimierend sind eigentlich, dass da wirklich China nicht mehr die Wachstumslokomotive ist und sein dürfte in den nächsten Monaten, die man sich eigentlich erhofft hatte und im DAX vielleicht auch eingepreist hat. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.